Alte Handwerkskunst zu entdecken, ist uns auch immer wieder ein wichtiges Anliegen. Ästhetik und Präzision verbirgt sich hinter dem Beruf des Büchsenmachers. Die Jagdgewehre in den verschiedenen Preislagen haben eines gemeinsam. Sie sind handgefertigt. Wir begleiten den ambitionierten Jäger Andreas Meuser, der sich nach dem Status seines Jagdgewehres erkundigen möchte und für den Qualität alternativlos ist. Ich bin auf Empfehlung an den Büchsenmachermeister Stefan Merks gekommen, mit der Aufgabenstellung, mir eine individuell gefertigte Jagdwaffe bauen zu lassen. Etwas von der Stange hätte ich mir sicherlich auch woanders kaufen können. Die Basis ist ein hochwertiger Repetiermechanismus. Er sorgt dafür, dass der Rückschlag der Waffe moderat ausfällt. Alles andere ist Handwerk. Das Schöne am Job ist einfach, dass kein Tag ist wie der andere. Jeder Kunde ist individuell und jeder Kunde hat einfach seine speziellen Bedürfnisse. Sei es angefangen über die einfache Reparatur oder Montage, aber halt auch zur individuellen Jagdwaffe. Und das ist natürlich das, wo man sein handwerkliches Geschick komplett ausleben kann und dem Kunden nachher auch wirklich viel Freude bereiten kann. Angefangen von der persönlichen Form über die persönliche Note nachher zum individuellen Jagdgewehr. Und unser Ziel ist einfach, dass der Kunde nachher mit seinem Gewehr seine Jagdträume erleben kann. Dann darf unser Jäger seine neue Waffe erstmals in die Hand nehmen. Ein spannender Augenblick mit zufriedenem Ergebnis. Bis jetzt entspricht die Waffe durchaus meinen Erwartungen. Ich bin gerade mit dem Stefan Merks einige Änderungspunkte durchgegangen, die er auch hoffentlich bis zur Hirschbrunft umsetzen kann, damit ich die Waffe dort führen kann. Bis dahin hat der Meister noch viel Feinarbeit. Hier haben wir jetzt ein Gewehr, was ähnlich ist wie das vom Herrn Meuser. Das ist bereits fertig. Die Kundin hat gute 6 Monate darauf gewartet. Wenn wir eine Waffe bauen für den Kunden, da es ja eine Individualwaffe ist, dauert es im Schnitt zwischen 5 und 9 Monaten. Da natürlich viele verschiedene Sachen berücksichtigt werden müssen. Zum einen halt auch die Vorlieben des jeweiligen Kunden, aber natürlich auch die verschiedenen Körperabmaße beziehungsweise auch für welche Jagd die ganze Sache geschaffen ist. Die Sache ist jetzt halt fertig und der Kunde beziehungsweise die Kundin wird froh sein, damit jetzt endlich auf Jagd gehen zu können. Je nach Ausstattung liegt der Preis für ein solches Gewehr zwischen 8.000 und 30.000 Euro. Für den Bau wird fast ausschließlich Nussbaum, meist türkisches Walnussholz, verwendet. Neben den Zielfernrohren sind auch die stilistischen Gravuren preisentscheidend. Diese Gravuren werden aus vollem Stahl herausgearbeitet. Die Erstellung kann schon mal bis zu einem Jahr dauern. Andreas Meuser wird schon ungeduldig. Mittlerweile kann ich es kaum erwarten, meine fertige Jagdwaffe in den Händen zu halten. Ich will jetzt nur hoffen, dass der Stefan Merks das auch bis Anfang September hinbekommt, da ich dann in der Eifel eingeladen bin zur Hirschjagd. Zu einer besonderen Jagd möchte ich auch mit einem besonderen Gewehr. Wir drücken die Daumen und wünschen natürlich Weidmanns Heil.